Also, ob man die neue Nintendo Direct gut fand, hängt von einem einzigen Faktor an. Magst du Animal Crossing oder magst du es nicht? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Tea Time mit eurem Arena Soul aus der Disaster Area. Diesmal leider ohne Akira, weil der kurzfristig erkrankt ist. Kurzer Schluck. Ich selber war auch ein bisschen krank, deswegen kommt das Video wahrscheinlich wieder ein bisschen verspätet, aber trotzdem reden wir jetzt einfach über die neue Nintendo Direct, die jede Menge Reboots, nein, nicht Reboots, Remakes und Ports und so weiter angekündigt hat, aber eben auch ein paar interessante neue Titel. Und das Ganze geht direkt am Anfang mit Luigi's Mansion 3 los. Das ist schon sehr interessant. Am Anfang habe ich gedacht, es ist das Luigi's Mansion HD Remake, was für ein 3DS kommen soll, wo ich alle gefragt haben, wieso kommt es auf ein 3DS? Dann ist mir aber aufgefallen, Moment mal, diese Schadensanzeigen von den Geistern, die sehen irgendwie anders aus. Und generell sieht das für ein 3DS-Spiel eigentlich viel zu gut aus. Und dann hat's Kling gemacht und genau zu dem Zeitpunkt kam dann auch schon, ja, Luigi's Mansion 3, jetzt in der Entwicklung, Working Title, super. Ja, Luigi's Mansion, damals ein wirklich toller Geheimtipp für ein GameCube gewesen, was eigentlich nur einen Schwachpunkt hatte, das war viel zu kurz. Und ja, Luigi's Mansion 3 auf der Switch könnte auch wieder ein toller Geheimtipp werden, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen bekannter ist und nicht wirklich mehr ein Geheimtipp ist. Aber auf der Switch würde es halt super Sinn machen, weil man hat jetzt mit den Joy-Cons halt eben die Bewegungssteuerung und so weiter und hat damit eigentlich das perfekte Medium, um originalgetreu den Staubsauger kontrollieren zu können. Das wäre ein super cooles Gimmick. Luigi's Mansion ist generell eine Spielereihe, die eigentlich sehr gut ist. Also der erste auf jeden Fall. Beim 3DS-Titel, der war vielleicht nicht ganz so stark, aber auch nicht schlecht. Kann man wirklich nicht sagen. Und Luigi's Mansion 3 könnte ebenfalls wieder daran anknüpfen. Ich hoffe nur, dass es nicht so kurz wird wie der erste Teil, sondern dass es irgendein Gimmick gibt, irgendein Feature, was ein bisschen mehr Zeit rauskitzelt. So wie Luigi's Mansion es die Möglichkeit gab, die Menschen spiegelverkehrt zu spielen. Das wäre etwas gewesen, was in Luigi's Mansion 3 auch geil wäre, um einfach ein bisschen nochmal Langzeit zu motivieren oder einen Grund zu geben, es nochmal zu spielen und nicht nur einmal da durchzuwaschen, durch die 3 Stunden, die es lang ist, und dann spielt man es nie wieder. In Luigi's Mansion 2 gab es dieses Gimmick, dass es eben nicht nur eine Menschen gab, sondern eben mehrere Bauwerke, die man erkunden musste und so. Und die waren dann praktisch, jedes dieser Dinge war ein Kapitel. Für mich war das ein bisschen ähnlich wie Metroid Prime 3 sich zu den anderen Metroid Primes verhält. Ist jetzt vielleicht ein seltsamer Vergleich, aber in Metroid Prime 1 und 2 war es ja auch so, dass du immer nur auf einem Planeten unterwegs warst. Und in Metroid Prime 3 warst du dann auf mehreren Planeten unterwegs. Und das war dann halt auch so arc-mäßig, so kapitelmäßig. Du hast diesen einen Planeten gerettet und dann bist du zum nächsten gegangen. Ne? Da gab es dann so einen Aufbau, du musstest so ein paar Sachen erledigen, und du hast ein paar neue Items bekommen, du musstest einen fetten Boss am Ende erledigen und damit war das Chapter closed und dann ging es zum nächsten. Und das ist natürlich cool, ein bisschen Varianz reinzubringen, weil die Planeten sich alle natürlich stark unterschieden haben. Aber dafür fehlt es halt so an Atmosphäre. Du hast nicht diese Verbindung zu einem Talon 4 oder so, wo du halt wirklich die ganze Zeit unterwegs bist, wo du immer mehr Hintergründe und so herausfindest, immer mehr über die Viecher herausfindest, die da alle rumkrabbeln und so weiter. Und ja, das hat dann eben in Metroid Prime 3 gefehlt und so war es halt eben auch in Luigi's Mansion 2. Du hast nicht diese Beziehung zu den einzelnen Mansions aufgebaut, weil du ständig in einer anderen Mansion warst. In Luigi's Mansion 1 war das halt viel atmosphärischer und so, weil du halt immer nur in einer Mansion unterwegs warst und deswegen hast du so eine gewisse Beziehung dazu aufgebaut. Und in Luigi's Mansion 2, das war halt schlichtweg zu kurz, um mit irgendwas da eine Beziehung aufzubauen. Und deswegen bin ich gespannt, ob bei Luigi's Mansion 3 man wieder nur eine richtig fette Mansion haben wird, so Project Zero-Style oder so, oder ob es wieder mehrere sind. Bleibt abzuwarten, aber für mich, der Trailer sah sehr nach nur einer aus, weil wenn sie das wieder drin hätten, dann hätten sie ja wohl zumindest mal eine andere Mansion gezeigt, oder? Ich weiß nicht. Es war halt auch ein sehr kurzer Trailer, da
Kann man natürlich noch nicht direkt rausschließen, was es am Ende sein wird. Aber ich bin mal gespannt, was für eine Richtung man da einschlägt. So, aber bis auf diese drei großen Neuankündigungen gab es halt auch eben sehr viele Remakes, sehr viele Ports. Man hat auch wieder den 3DS bedient, unter anderem mit neuen Mario Luigi Remake, nämlich Bowser's Inside Story, was dummerweise im Deutschen einfach nur Abenteuer Bowser heißt, was dem Originaltitel überhaupt nicht gerecht wird. Und ähnlich wie bei Superstar Saga gibt es jetzt auch nochmal so eine Art Add-on, damit Leute einen Grund haben, es nochmal zu kaufen. Und das ist eben Bowser Juniors Inside Story. Auch wenn man nicht wirklich Inside ist, aber es ist eine Insider-Story vielleicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall spielerisch sah das sehr so aus, wie auch eben beim Add-on für Superstar Saga. Den Trend werden sie wohl fortsetzen, dass sie bei jedem Mario Luigis Remake nochmal eben diese Seite zeigen, was durchaus legitim ist, weil für Superstar Saga war das ja ein wirklich cooles Add-on. Kann man ruhig weiterführen, wenn es halt sich nicht irgendwann mega abnutzt, so wie Assassin's Creed oder so das früher gemacht hat. Also Mario Luigi hat immer noch eine starke Reihe und da finde ich, ist es gerechtfertigt, dass sie das nochmal neu auflegen. Wenn sie es halt so machen, wie sie es bisher gemacht haben, halt immer nochmal ein neues Kapitel da rausschlagen und sich halt einfach Mühe geben, ein gutes Remake zu machen. So. Darüber hinaus gab es aber noch ganz viele andere Remakes und so weiter. Und regelrecht zugeschüttet wurden wir mit Final Fantasy. Und das ist richtig krass, dass Final Fantasy wieder für eine Nintendo-Plattform erscheint. Das ist, muss man sich mal geben. Das letzte Final Fantasy auf dem DS war halt eben Crystal Chronicles. Und ich glaube, das war noch nicht mal. War das für ein DS? Ich glaube, GameCube war Crystal Chronicles, aber also auf jeden Fall gab es später dann nochmal eins für die Wii, aber auch nur WiiWare hat. So, ein wirklich großes Final Fantasy, sag ich mal, ne? So einen nummerierten Teil aus der Hauptreihe, so ein 15 oder so. Das gab es, glaube ich, schon seit 6 nicht mehr auf Nintendo. Noch nicht mal in Remake-Form oder so irgendwas. Ich glaube, seit 6 gar nicht mehr. Sondern halt immer nur so Seitenableger, so ein Crystal Chronicles. Das gab es ab und zu schon mal. Es gab einen Strategieableger zu Final Fantasy XII, Revenant Wings, glaube ich, hieß das. Das war, glaube ich, das für den DS, was ich gemeint habe. Aber ansonsten halt so einen nummerierten Teil gab es gar nicht. Und jetzt kommt ein Remake zu Crystal Chronicles. Das war der Auslöser. Die Pocket Edition von Final Fantasy XV. Final Fantasy VII. Final Fantasy 9, die wahrscheinlich auf den PC-Ports basieren, also mit ihren ganzen Zusatzfeatures und dem ganzen und halt verbesserte Texturen und so ein Kram. Und halt auch eben das Final Fantasy 10, 10 2 Remaster, was es jetzt, glaube ich, auf so ziemlich jeder Plattform gibt, außer vielleicht in Smartphones und dafür kommt es wahrscheinlich auch noch. Wahrscheinlich kommt es noch für Pager aus den 80er Jahren oder so irgendwas. Keine Ahnung, aber ja, damit ist der Circle complete und du kannst jetzt auf jedem einzelnen Device 10 oder 10.2 wie Master spielen. Es kommt wahrscheinlich noch für die Original PS2. Naja, aber es ist auf jeden Fall richtig cool, dass man jetzt auf dem Nintendo wieder Final Fantasy spielen kann. Mir ist nur ein bisschen schade, dass sie keinen neuen Teil machen. Ach ja, oh ja, ich glaube, ich habe jetzt 12 Zodiac Age ausgelassen. Das kommt natürlich auch für die Nintendo Switch. Auch ein Spiel, was wahrscheinlich für jede Plattform jemals kommen wird, inklusive N64 und die alten Atari ST-Teile oder so. Auf jeden Fall kann ich jetzt keiner mehr darüber beschweren, dass Nintendo immer ein Final Fantasy missen muss, weil es sieht aus, es kommt zurück. Ich weiß nicht, kommt 16? Kommt 16 für die Switch? Also 15 ist nicht für die Switch gekommen, aber ich glaube, das liegt eher an Hardware Limitations, als dass sie es nicht machen wollten oder so. Keine Ahnung. Aber ja, Final Fantasy kommt auf die Switch. Das ist schon mal richtig, richtig krass gewesen. Was auch krass war, war der Reveal, was jetzt eigentlich dieser Yoshi Working Title war. Bisher hieß es immer nur, ja, wir arbeiten an einem neuen großen Yoshi. Und jetzt wissen wir, was es ist. Es ist Yoshi's Crafty World, was sich offensichtlich an Woolies World interessiert.
Orientiert, meine ich natürlich. Und ja, das hat dieses nette Gimmick, dass jetzt halt nicht mal alles aus Wolle ist, sondern alles aus so Papercraft, Origami kann man sagen. Und man kann so mit der Perspektive spielen. Man kann halt nicht nur so Sidescroller-mäßig durch die Level laufen, man kann auch in die Level reinlaufen an bestimmten Stellen. Du kannst halt eben diese Papercrafts in verschiedenen Weisen manipulieren, sodass du nochmal neue Blickwinkel und so weiter bekommst auf die Level. So gar nicht unähnlich dieses einen Paper Mario-Ablegers, wo man halt eben die 3D-Sicht umschalten konnte. Und das ist ein sehr nettes Gimmick. Das ist etwas, was ich bei Yoshi schon immer cool fand. Dass man immer wieder mit so knuffigen Innovationen daherkommt, mit so Kniffen, wie zum Beispiel, dass man das Level einfach mal komplett rückwärts spielen kann, was auch sehr cool ist. Und dann halt eben nochmal das Level wirklich von der anderen Seite betrachtet und so eben nochmal Secrets und so weiter finden kann, die man von der anderen Seite schlichtweg nicht sehen kann. Das ist sehr cool. Muss ich halt herausstellen, ob es auch spielerisch wieder so gut ist wie halt Woolly World. Für mich war halt immer eher das Problem, genau wie bei Kirby, dass die Spiele sehr kurz sind und so gut wie gar nicht fordern. Und das macht es für mich leider uninteressant. Ich will nicht so in 3, 4 Stunden oder so einfach durch ein Spiel spazieren und dann mir am Ende denken, ja, sieht knuffig aus, aber was habe ich dann davon? Aber hey, gerade für Kinder ist das gut, dass der Anspruch so niedrig ist. Und für die ist es ja auch in erster Linie gemacht. Und dafür ist Yoshi und auch die Kirby-Teile sind die immer noch super. Weil die sehen super aus, die spielen sich gut und sind einfach ein super Einstieg in Jump'n'Run und Spiele generell. Warum nicht? Für das, was es ist, ist es brillant. So, genau wie mein Tee. So, Asmodee Digital hat schon vor einiger Zeit angekündigt, dass sie Brettspiele auf die Switch bringen sollen. Und jetzt ist es soweit, die ersten drei Brettspiele haben es geschafft. Carcassonne, Herr der Ringe Hearthstone und Pandemic. Ich dachte, es ist Plague Inc., aber es ist Pandemic, was eigentlich das gleiche ist, aber auch nicht wirklich, aber egal. Pandemic ist praktisch das Brettspiel-Äquivalent. Nur dass es jetzt das nicht mehr ist, weil es ist es auch ein Videospiel. Was? Naja, egal. Jedenfalls drei Brettspiele kommen auf die Switch und die Switch ist natürlich prädestiniert für sowas mit Touchscreen und hat auch diesen Gedanken, dass du das überall auspacken kannst und halt trotzdem am Fernseher spielen kannst, wenn du Bock hast und halt mit den zwei Joy-Cons und so weiter. Da bietet sich das an, Brettspiele für die Switch umzusetzen. Und das Coole ist, dass auch noch Siedler von Catan kommen. Und Munchkin. Sie sind jetzt noch nicht draußen, aber sie haben sie schon mal angekündigt, dass sie dran arbeiten. Und ja, Siedler von Catan, absolutes Brettspiel-Urgestein. Kennt wahrscheinlich jeder von euch, auch wenn er es vielleicht noch nie gespielt hat. Und Munchkin, vielleicht nicht ganz so bekannt, ein sehr cooles Kartenspiel eigentlich. Was ich jedem empfehlen kann, der ein paar Freunde um sich herum hat und nicht weiß, wie er seinen Abend verbringen soll, ist sehr witzig. Sehr witzig. Munchkin kann ich nur empfehlen. Ich selber werde es wahrscheinlich trotzdem nicht kaufen, weil ich habe noch das Originalkartenspiel. Warum sollte ich das dann nochmal in digitaler Form haben, wenn ich halt auch Karten in den Händen halten kann, was immer noch viel cooler ist. Ja. Soweit, so gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwas vergessen habe, aber ich habe mich jetzt nicht großartig darauf vorbereitet. Auf das Video, weil mir war es wichtig, dass ich nur auf das eingehe, was mir in den Sinn kommt. Weil wenn ich viele Dinge auslasse, wenn dieses Video einmal unter 30 Minuten bleibt, dann spricht das schon Bände darüber, wie ich die Nintendo Direct empfand. Und bevor wir jetzt mit Animal Crossing weitermachen, kann ich schon sagen, mich hat es halt nicht so umgehauen. Für mich hat das Sahnetörtchen gefehlt. Wir haben nichts zu Metroid Prime 4 gesehen, wovon ich auch erst gar nicht ausgegangen bin. Wir haben keinen anderen mega fetten Reveal gesehen von einem neuen Spiel, was mich mega umhaut. So, gut, Luigi's Mansion 3 ist cool, Yoshi's Crafty World ist cool, aber es ist nicht der Mega-Hammer. Es ist nicht der Mega-Hammer. Ich meine, jetzt wäre halt auch ein schlechter Zeitpunkt, weil jetzt kommt erstmal Smash Ultimate, was die ganze Aufmerksamkeit aufsaugt.
Da wäre es dumm, irgendeinen anderen großen Titel zu revealen. Und da ist es cool, was, und dass man sich halt eben so auf diese Franchises, die kleineren Franchises konzentriert, die halt aber auch immer eben sehr gute Spiele abliefern. Da macht das schon Sinn. Und ich meine, es gab ja immer noch einen großen Reveal, nämlich Animal Crossing, nur der lässt mich leider komplett kalt. Ich war nie ein Fan von Animal Crossing. Ich hate die nicht. Für die, die das mögen, okay. Für mich ist es halt einfach nichts. Für mich ist das Harvest Moon ohne Farming und das macht keinen Sinn. Warum nicht mal Harvest Moon spielen? Aber weil Harvest Moon tot ist, dann spiele ich halt Stardew Valley. Das ist eh noch besser. Aber gut. Wie gesagt, ich gönn's denjenigen, die da drauf stehen. Für die ist es cool, dass angekündigt worden ist, dass ein neues Animal Crossing in Entwicklung ist. Bisher hat man leider genauso viel gesehen davon wie von Metroid Prime 4, nämlich ja, Tom Nook, der ein bisschen darüber quatscht, wie toll es ist, dass Melinda jetzt in Smash 4 ist, Smash Ultimate ist. Und ja, vom Spiel selber hat man aber eigentlich gar nichts gesehen. Und deswegen bleibt abzuwarten, wann es erscheinen wird. Wahrscheinlich vor Metroid Prime 4. Feels bad, man. Aber sprechen wir über den anderen dicken Hund im Raum, Melinda, slash Isabel, wie so im Original heißt. Oder einfach nur im Englischen, ich weiß es nicht. Im Deutschen heißt sie jedenfalls Melinda und die kommt jetzt zu Smash Ultimate dazu, als neuer Charakter. Als Nicht-Fan von Animal Crossing hat mich das natürlich sehr kalt gelassen und am Anfang war es sogar ein bisschen enttäuscht, weil das bedeutet, dass jemand anderes, der viel cooler gewesen wäre, in my honest opinion, nicht ins Roster kommt, weil stattdessen der Slot an Melinda geht. Und das ist schade. Aber dann habe ich das Moveset gesehen und es sieht sehr nach Villager aus. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sie in Echo Fighter für Villager wird. Und das würde auch durchaus Sinn machen. Ich meine, Animal Crossing ist ein Spiel, wo nicht wirklich gekämpft wird. Und dementsprechend hat Melinda slash Isabel auch keine Kampffähigkeiten, Spezialfähigkeiten, Kaioken, die sie wirklich im Kampf einsetzen könnte. Und alle anderen großartigen Tools hat schon Villager. Da macht es Sinn, wenn man einfach sagt, okay, ne, wir geben offen zu, wir wissen nicht, was wir mit der machen sollen, weil so viel ist in Animal Crossing nicht, was man im Kampf verwenden könnte. Die ganzen Tools hat Villager schon. All die Inspiration und so haben wir in den gesteckt. Und deswegen remaken wir einfach Villager und machen was anderes aus ihm als einen namenlosen Dude, wo nicht mal feststeht, wie er eigentlich aussieht. Und ja, nennt das Ganze Melinda. So hat es für mich jedenfalls ausgesehen. So viele, viele Moves waren Villager sehr ähnlich, auch wenn sie neu interpretiert worden sind. Aber für mich, ich wäre sehr enttäuscht, wenn es ein eigener Slot wäre. So enttäuscht, wie ich wäre, wenn es sich herausstellt, dass Fox und Falco keine Echos voneinander sind. Das muss so sein. Wenn Wolf kein Echo ist, okay. Aber ich lasse das nicht gelten, dass die sagen, ja, aber Fox können wir ja kein Echo von Falco machen, weil dann müssten wir Wolf auch ein Echo machen, aber der Kämpfer kann nur ein Echo machen. Bullshit! Wolf ist anders genug, um ein Echo zu machen. Aber Fox und Falco sind immer noch so ähnlich. Sie müssen ein Echo voneinander sein. Muss so sein. Make Spaces Echoes again. Ja, und ich wünsche mir genauso, dass Melinda slash Isabel eben ein Echo von Villager ist, weil ich fand, sie sahen sich sehr ähnlich. Sie sahen sehr ähnlich aus. Und ich will nicht, dass Melinda irgendwem anders den Slot wegnimmt. Das fänd ich sehr traurig, weil da hätte ich lieber jemanden wie Shantae oder, ja gut, Banjo-Kazooie, wovon ich aber nicht ausgehe, dass der es in Smash schafft, weil Microsoft einfach scheiße ist. Aber ja, also da gibt es noch viel, viel bessere Charaktere, die ich lieber drin haben würde. Als jetzt eine Melinda. Aber das ist halt auch nur meine Meinung. Für Animal Crossing-Fans ist es natürlich cool. Für alle anderen nicht ganz so cool. Deswegen hoffe ich einfach, dass sie in Echo Fighter ist. Das ist durchaus legitim. Das macht Sinn. Dann sind beide Welten glücklich. Und wir müssen nicht aufeinander mit Miss Galvin losgehen. Oder wahlweise mit Fackeln. Wenn jemand tatsächlich noch eine Fackel zu Hause hat. Na gut, wir haben eine Miss Galvin zu Hause. So, und damit sind wir dann auch schon
wortwörtlich am Ende der Direct angekommen und auch an diesem Video. Ich glaube, ich habe jetzt nichts verpasst. Und wie gesagt, es ging ja auch darum, dass wenn ich etwas verpasst habe, dann war es schlichtweg nicht big enough, um wirklich um mich umzuhauen. Ja, es gab irgendwie Neues zu Demon Ex Machina. Es gab ein neues Update für Splatoon 2, aber das sind alles Dinge, die mich nicht so echt interessieren. Also, ich weiß nicht. Je nachdem, wie sehr, ich habe es am Anfang gesagt, je nachdem, wie sehr man Animal Crossing war, war es entweder eine sehr geile Nintendo Direct oder eine sehr langweilige Nintendo Direct. Und für mich ist das halt so ein bisschen, sind halt ein paar nette Announcements, aber nichts, was mich wirklich umhaut. Da hätte es schon einen richtig geilen Charakter-Reveal für Ultimate geben müssen. Oder halt eben was Neues zu Metroid Prime 4. Oder vielleicht halt auch irgendwas, irgendein anderer dicker Hammer, was weiß ich, in Mario Kart 9 oder so irgendwas. Das hätte es sein müssen, um die Direct halt wirklich truly special zu machen. Für mich zumindest. Aber diese Sahnehäubchen habe ich nicht bekommen. Und deswegen ist die Direct für mich so mittelmäßig gewesen. Also da war Smash Direct oder, die Party-Racks davor, die fand ich da besser. Aber trotzdem würde ich jetzt auch nicht sagen, dass die scheiße war. Also, wie gesagt, es gab ein paar richtig krasse Ankündigungen. Also, gerade Final Fantasy und so weiter war mega krass, dass es zurück zu Nintendo geht. Aber ist jetzt auch, wenn sie ein komplett neues angekündigt hätten und nicht nur Remakes und Ports, wäre das Ganze anders gewesen. Aber so, naja. Das ist jedenfalls meine Meinung, das, was ich von der Nintendo Direct mitgenommen habe. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es doch in die Kommentare, denn ich wüsste ja auch gerne, was andere wie die Direct sehen. Und nicht immer nur in meinen eigenen Bahnen bleiben, sondern ich will mich ja auch weiterentwickeln. Und deswegen wäre es cool, wenn ein paar von euch einfach unten in die Kommi schreiben, wie die das Ganze gesehen haben. Was fandet ihr cool? Was fandet ihr gar nicht? Ist Melinda die schlimmste Töle ever? Oder ist das absolut die beste Announcement, die Smash Ultimate bisher bekommen hat? Das würde mich sehr interessieren und ich würde mich gern da mit euch austauschen. Deswegen haut in die Tasten und dann sehen wir uns in einem weiteren Video hier in der Disaster Area wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.